Der soziale Dienst in einer Reha-Klinik berät Patienten zu beruflichen Veränderungsmöglichkeiten, wenn die Ärzte die Empfehlung geben, dass eine berufliche Veränderung eintreten sollte, um die Gesundheit oder wegen einer gesundheitlichen Verbesserung. Der soziale Dienst berät zu wirtschaftlichen Problemstellungen, wenn während des Klinikaufenthaltes oder durch den Klinikaufenthalt oder als Folge dessen, was die Ärzte an Vorschlägen unterbreitet haben, wirtschaftliche Probleme auftreten oder eintreten könnten. Der soziale Dienst stellt möglicherweise Kontakte mit dem Arbeitgeber her, um Verlängerung von Kuren oder von Rehabilitationsbehandlungen vorzubereiten, um Probleme, die sich während der Rehabilitation ergeben, lösen zu können.